Schuhe können ein Outfit gezielt aufwerten und modisch richtig aufpeppen oder das Gegenteil bewirken. Und wovon es abhängt, ob das Ergebnis top oder flop ist, das erfährst du jetzt in diesem Video. Die vielen Tipps sind übrigens für Männer und für Frauen sehr interessant und auch, egal ob du ein Schuhmuffel bist mit wenig Schuhen im Schrank oder ob der Schuhschrank überquillt. Grundsätzlich kann ich total gut verstehen, dass die Frage nach dem passenden Schuh viele verunsichert. Es gibt auch so unheimlich viele Möglichkeiten und allgemeine Empfehlungen helfen da leider nicht weiter. Und trotzdem ist es auch nicht egal, welche Schuhe du trägst, denn Schuhe haben ihre eigene Stilaussage und die passt eben zum Outfit und zu der Person oder auch nicht. Du hast also die Wahl. Nutz mal meine Tipps und möglicherweise wirst du beim nächsten Mal komplett anders und gezielt einkaufen. Wichtig ist doch, dass du zu all deinen Kleiderstücken im Schrank auch passende Schuhe hast, denn sonst bleiben die Sachen ja alle ungetragen. Und wenn du jetzt so ein Schuhmuffel bist und nur ganz wenig Schuhe besitzt, dann schau das Video bis zum Ende und dann setzt du alles im Schuhgeschäft um und probier es aus. Sinnvoll ist es, egal, immer das Outfit anzuziehen, zu dem du auch etwas Tragbares suchst. So lassen sich viel leichter die Farben und die Formen und auch die Wirkung, die erzielt wird, dazu vergleichen. Deshalb kauf die Schuhe erst dann, wenn du weißt, wozu sie getragen werden. Viele machen es nämlich andersrum und es ist sehr schwierig, Kleidung zu kaufen, die zu den Schuhen passt. Wichtiger Tipp zur Vorgehensweise grundsätzlich. Das setzen wir auch in unseren Beratungen immer so um, weil das prägt sich viel besser ein und du kannst dir sehr gut eine eigene Meinung bilden. Stelle einen Vergleich her. Am besten ist, du hast einen Ganzkörperspiegel und betrachtest dich auch in einem Ganzkörperspiegel, auch wenn es um Schuhe geht. Und dann beschreibe die Unterschiede, vor allen Dingen dann, wenn du eben zum Beispiel zwei verschiedene Schuhe anhast zu einem Outfit. Da kannst du gleich direkt vergleichen. Gehen wir jetzt mal auf die einzelnen Aspekte ein. Schuhfarbe. Du kannst mit Schuhfarben richtig viel aufpeppen. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier, wie in diesem Beispiel, diesen roten Sneaker mit einem roten Gürtel kombinierst oder vielleicht sogar ein rotes Oberteil dazu trägst, eine rote Brille. Nicht alles rot übrigens, ne? Aber so ein bisschen von der Farbe, ja, da eingesetzt, bringt schon eine ganze Menge. Manchmal reicht sogar der Lippenstift bei den Damen. Du kannst es auch mutiger machen, so wie bei unserem Model hier, der bunte Schuhe anhat zu einem bunten Hemd. Ich höre schon so einige Männer im Hintergrund so ein bisschen stöhnen, die sagen, oh, das kommt mir aber nicht in die Tüte, das ist mir viel zu bunt. Ja, dieser Mann hat einen extravaganten Style, da sieht das ganz natürlich und frisch aus. Bist du aber eher eine klassische Persönlichkeit, wirst du mit so einem bunten, total verrückten Farbmix sicherlich nicht besonders vorteilhaft aussehen. Denn deine Stilaussage hat auch ganz viel mit deinen Schuhen zu tun. Werden wir mal ein bisschen praktisch und du kannst dir mal das Bild einfach anschauen. Da kannst du direkt vergleichen, so sollte es auch dann vor dem Spiegel passieren, was diese unterschiedlichen Schuhe mit der Person machen. Guck dir das mal ganz in Ruhe an. Nimm mal wahr, was du siehst. Am besten ist, du hältst das Video einfach mal kurz an und dann konzentriere dich mal drauf, was passiert. Ich fasse das gleich mal zusammen. Also, gucken wir uns mal die Farben konkret an. Der rote Schuh ist natürlich unterteilend in der Wirkung. Das heißt, das Bein wird kürzer. Das hört ja eben in diesem Falle auch schon früher auf. Hat natürlich den Vorteil jetzt, dass die rote Farbe im Pulli das Rot aufnimmt und sogar auch die Brillenfarbe, die die Dame anhat. Das sieht natürlich modisch und peppig aus. Hast du längere Beine, sieht das in der Regel wirklich klasse aus. Alles wunderbar. Du musst aber trotzdem nicht dogmatisch, um größer zu wirken, immer in einer Farblinie arbeiten, denn man sieht eh, ob man klein oder groß ist. Also da würde ich jetzt nicht zu stark drauf Wert legen. Die Schuhfarbe hat ja in diesem Falle einmal den modischen Aspekt. Die schwarze Seite hat eine Streckung. Das heißt, alles wirkt insgesamt schmaler und schlanker. Und jetzt siehst du auch, wie wichtig das ist, dich im Ganzkörperspiegel anzuschauen. In der Oberschenkel und die Hüfte solltest du natürlich immer mit dem Schuh vergleichen und auch deinen Oberkörper, je nachdem, wie deine Proportionen so insgesamt verteilt sind.
Denn zum Beispiel der rote Schuh macht ja einen viel schlankeren Fuß. Ne? Und wenn auf diesem kleinen, schlanken Fuß jetzt eine ganz kräftige Person wäre, würde sie optisch von überkippen. Da wäre die rechte Variante, und da siehst du, jetzt kommt ja auch die Schuhform mit ins Spiel, natürlich eine bessere, weil die hat eine durch das etwas gröbere Schuhform, breitere Schuhform, greift sie sehr gut die Hüfte auf, den Oberschenkel oder würde auch einen kräftigen Oberkörper das passende Standing geben. Also immer alles gesamt angucken. Und da ist diese kräftigen Chelsea-Schuhe, Chelsea-Boots, wie sie genau heißen, eben auch ja, eine gute Variante. Bist du aber jetzt eine ganz zierliche Person, egal ob Mann oder Frau, ne, immer auch da gucken, was macht der Schuh eigentlich mit deiner Gesamtproportion. In diesem Falle hier kannst du mal selbst beurteilen, was gefällt dir eigentlich besser, welche Wirkung entsteht. Schreib uns das doch mal in die Kommentare, wir sind echt gespannt. Also achte bei jedem Schuhkauf ganz konkret auf ganz viele Details. Ja, hier hast du mal ein paar Sneakers, da haben wir eine weiße Sohle zum Beispiel. Wie wirkt die weiße Sohle, wenn du das anhast? Wo guckt man hin? Ist es breiter oder läuft es schmaler zusammen? Dieser Schuh hat Schnürsenkel. Auch die haben eine Wirkung und auch die Art, wie die Schnürsenkel sind, verkürzen oft den Fuß, je nachdem, wie das aussieht. Hier läuft alles in einer Farblinie, ist die Verkürzung nicht so stark. Hast du aber weiße Schnürsenkel, ja, sieht das Bild komplett anders aus. Ne? Und auch wenn du Schuhe hast, wo gar keine Details erstmal dran sind, sie wirken trotzdem. Entweder wirken sie langweilig oder der Fuß wird optisch sehr verlängert, weil manchmal ist so verkürzendes, unterteilendes ja durchaus auch noch sinnvoll. Und ich bin sicher, egal was du jetzt für Schuhe anhast, in dem Moment, wo du bewusst hinschaust, siehst du einfach die Unterschiede und nimmst bewusster wahr, kannst also auch bewusstere Entscheidungen treffen. Und die Erfahrung machen wir in unseren Beratungen immer wieder mit unserer Methode über Vergleichbarkeit, das Ganze sichtbarer zu machen, um auch bewusstere Entscheidungen zu treffen. Noch ein paar Sätze zum Thema Stiefel und Stiefeletten. Achte auf den Schaft, also die Höhe des Schaftes sozusagen. In diesem Fall siehst du ja, ich habe einmal Stiefeletten an und Stiefel aus dem gleichen Material, fast eine ähnliche Schuhform und trotzdem hat es eine ganz andere Wirkung. Die karierte Hose unterteilt natürlich ein bisschen, was bei meinen Langbeinen jetzt gar nicht schlecht ist, aber der Stiefel schneidet sehr viel weg und von daher wirkt es für mich zumindest, meine Wahrnehmung, nicht so vorteilhaft, wie wenn ich das mit Stiefeletten zum Beispiel trage. Also auch darauf mal insgesamt achten. Wichtig ist nämlich zum Beispiel auch, dass du darauf achtest, wo hört ein Stiefel auf. Vielleicht mal an diesem Beispiel deutlich gemacht, Overknees, die ja total in sind, hören aber bei dieser Dame nicht an einer günstigen Stelle auf. Einmal durch den starken Farbwechsel guckst du in ihren Oberschenkelbereich und der ist eben etwas kräftiger. Siehst aber unter dem Knie ganz schmal, wäre der Stiefel kürzer, wird es gleich viel besser aussehen. Ne? Also das sind so Dinge, worauf du ganz bewusst achten kannst und ich bin auch sicher, dass dir diese paar Beispiele hier schon so viel Inspiration und Beobachtungspunkte gegeben haben, dass du das direkt umsetzen kannst. Also der bewusste Vergleich wird deine Augen schon mal öffnen und du wirst Dinge sehen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Und so schon, da habe ich das Thema gerade erstmal nur angekratzt, da wird es sicherlich noch viele Schuhvideos geben im Laufe der Zeit. Deswegen abonnier doch mal den Kanal, dann verpasst du nichts. Wenn du nicht so lange auf die anderen Videos warten möchtest, such dir doch unten aus der verlinkten Liste im Infofeld eine meiner Corporate Color Kolleginnen heraus und mach deinen persönlichen Beratungstermin aus. Wäre doch schade, wenn deine persönliche Wirkung nicht das richtige Standing hätte, obwohl du die Möglichkeit dazu hast. Deshalb anrufen, Termin ausmachen, Schuhe und Outfits einpacken und los geht's. Das lohnt sich sicherlich. Viel Spaß wünsche ich dir.